Das ist nämlich die große Frage. Wir sind ja jetzt eigentlich ja alle im Lockerungsmodus und im Öffnungsmodus. Und hier in Timmendorf stapeln sich die Leute am Strand. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Bayern ist, Henrik, aber ich vermute, auch die Biergärten sind jetzt mittlerweile im Hochbetrieb. Also mit anderen Worten, sind wir jetzt eigentlich fertig mit der Krise oder nicht? Das ist ja die große Frage. Da lassen wir doch gleich mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja, also auf Jahressicht, ne, es ist doch schon wieder alles ziemlich grün, muss man einfach sagen. Ja, also wir haben wirklich auf Jahressicht sind wir jetzt wieder da, wo wir vor 12 Monaten waren. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Und das nächste Slide zeigt das nochmal ganz deutlich. Da habe ich jetzt mal angefangen hier vom 1. Januar bis eben heute. Da seht ihr eben den 23. März, den absoluten Tiefpunkt. Und jetzt aktuell, wenn man da mal eine Linie macht, da sind wir jetzt wirklich nur noch 10%, ja, von den Höchstständen, die wir dann ja am Jahresanfang hatten, entfernt. Also mit anderen Worten, der Standard Poor's at Light Index klettert da ganz schön hoch und die anderen Indizes folgen dem natürlich. Also es sieht eigentlich auf breiter Front überall so aus, zwischen 15 und 10% noch im Minus auf dieses ja doch sehr rabiate Abstürzen, folgt doch auch wieder ein sehr energischer Marsch nach oben. Nur, das ist jetzt eben die große Frage, wie wir in den nächsten Slides sehen werden. Ist das eben eine Bullenfalle? Ja, also mit anderen Worten, es geht hoch und wir entspannen uns alle. Und so, wie man das ja aus den einschlägigen Science Fiction kennt, wo unsere tapfere Truppe ja durch gefährliche Gefilde marschiert, wird angegriffen, es gibt eine große Schießerei. Jeder ein oder andere kriegt halt eine Blessur. Man setzt sich dann unter irgendeinen Baum und wird versorgt und dann auf einmal fällt halt, wenn sich alle entspannen und alle am Scherzen sind, das Grauen mit Wolverine-langen Krallen aus dem Baum herab und dann geht das fürchterliche Gemetzel los. Also mit anderen Worten, ist das jetzt ganz trügerisch und wir werden dann einen blutigen August, September oder Oktober erleben, wo die Kurse dann nochmal ganz fürchterlich runterfallen. Das wissen wir eben einfach nicht und deshalb... Genau, geht es letztendlich, dass wir uns das nochmal ganz klar auch jetzt hier ins Gedächtnis rufen. Wir werden alle bezahlt für den Kontrollverlust, also für dieses Nichtwissen. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja mit Freuden gesehen, dass die meisten von euch eben dann nicht verkauft haben. Das heißt, das, was meine Finanzblogger-Kollegen und ich immer predigen, das habt ihr alle super umgesetzt. Ihr habt den Kontrollverlust ausgehalten, habt nicht verkauft und werde jetzt eben damit belohnt, dass ihr doch jetzt hier wieder seht, dass euer Depot langsam aber sicher wieder nach vorne kommt. Vielleicht nochmal die, genau, hier dieses Erdmännchen, ja, was sollen wir jetzt tun? Das, was man eigentlich immer tut in so einer Situation, ambivalent bleiben, rumchecken, die Lage sichten, ja, alles oder vieles für möglich halten, ohne vorschnell das eine oder andere zu glauben, also nicht in irgendwelche Ideologien oder Doktrinen zu verrennen, sondern genau das, was der alte Costo ja auch immer gesagt hat, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Und das bringt uns eben zum nächsten Slide. Und deshalb ist nochmal ganz, ganz wichtig, okay, wir sind jetzt ja vielleicht doch nochmal so mit dem blauen Auge davongekommen. Und jetzt wäre es mal an der Zeit, sich hinzusetzen. Und ich hoffe, ihr alle habt ja eure Regeln schriftlich niedergelegt, nach denen ihr spielen wollt. Das ist ja das, was ich immer empfehle. Also wirklich so einen Investmentplan zu machen. Was mache ich hier und warum mache ich das? Das sind meine Ziele, ja. Und nochmal diese Regeln, die ihr euch da aufgeschrieben habt, genau anzugucken oder wenn ihr noch keine habt, die aufzuschreiben, ja, was mache ich hier eigentlich, was bin ich bereit einzusetzen, wie hoch ist mein Einsatz, ja, also wie viel Prozent Verlust funktionieren, ja, also das war ja letztens auch ein guter Schock, dass man mal überlegen konnte, waren diese ganzen vollmundigen Geschichten von wegen, ja, ich gehe all in, 100% in die ETFs, alles andere sind Opportunitätskosten, ob das dann wirklich so durchhaltbar ist oder ob man da nicht doch ein bisschen was rausnehmen sollte, ja. Und eben sich zu überlegen, wenn es das nächste Mal wieder kracht, wie man dann aus dieser ganzen Sache auch wieder herauskommt. Also, dass man wirklich so viel Puffer drin hat, dass man wirklich gelassen auch durch die nächsten Abstürze kommen kann. Genau das ist es nämlich. Aktualisiert bitte euren Plan. Das allererste ist das allerwichtigste. Wie gesagt, die Corona-Krise ist ja soweit noch nicht her. Wir erinnern uns alle noch an den Lockdown.
wie es war, dass man nirgendwo hin durfte, dass Klopapier knapp war, dass alles ganz schrecklich war. Wie waren da die Gefühle? Das ist nämlich das Allerwichtigste beim Investieren. Nicht das Geld, nicht Excel, sondern die Gefühle. Ja, was hat sich in dem, was ihr in euren Plänen drin hattet, was hat sich bewährt? Was hat sich nicht bewährt? Was hat nicht gestimmt? Hat vielleicht irgendeine Anlageklasse gefehlt? Und Thema Kontrollillusion, ja. Ich erinnere nur an, dass im März dieses Debakel mit dem Fair-Riester, was ja nun alle Riester angegangen hat, aber Fair war halt der prominenteste Vertreter, wo dann ja eben eigentlich die Hoffnung war, ich habe es sicher, ja, ich habe hier einen Riester-Plan im Fondsmantel. GTFs sind diesem Versicherungsmantel sicher und ich habe ja eine ganz lange Zeit angegeben bei Fair, 30 Jahre, lass schwanken. Und was hat dann Sutor als die Bank gemacht, die diese Riester-Sparpläne verwaltet? Es wurde ihnen dann doch zu heiß. Sie haben den Joker aus dem Kleingedruckten gezogen und haben halt alles verkauft. Also klassischer Fall von Kontrollillusion. Irgendwas ist angeblich sicher, man hat nicht ganz genau hingeguckt und bam, stellt man in der Krise fest, war doch nicht so. Also das ist nochmal wichtig, das alles durchzuflöhen und sich genau zu überlegen, was gut lief und was weniger gut lief. Und jetzt diese Zeit eben dafür zu nutzen, das genau so zu positionieren. Denn das ist super wichtig, denn die dunklen, die stürmischen Zeiten werden kommen und dann braucht ihr eben dieses Licht des Leuchtturms. Und das müsst ihr euch jetzt anzünden und jetzt hegen und pflegen und jetzt das Brennmaterial auf Seite legen, damit ihr dann in den dunklen Zeiten wirklich euren Leuchtfeuer habt und wisst, wo es lang gehen soll. Das ist jetzt erstmal so im Schweinsgalopp das, was ich zum Thema Corona-Krise zu sagen habe. Und jetzt denke ich mal, fangen wir an mit den Fragen. Henrik, gibt's denn schon welche? Die ersten trudeln ein. Nochmal die Aufforderung an alle. Wenn ihr Fragen habt, nutzt den Chat. Die kommen dann alle hier raus und dann sortiere ich die entsprechend. Wenn es möglich ist, cluster ich die auch. Und nur zu, es gibt keine falschen Fragen. Es gibt auch keine falschen Antworten. Vielleicht ein paar falsche Antworten, aber keine falschen Fragen. Also, wir fangen an mit der ersten Frage von dem Werner. Der fragt dich, was hältst du von der These, dass billige Geld sorgt für Inflation bei Aktien. Die Preise in den Läden steigen nicht. Irgendwo muss die erhöhte Geldmenge M3 hin. Wie ist der aus Sicht von 2 bis 3 Jahren deine Meinung? Ja, das ist ja das, was mir auch eben Sorgen macht. Da hast du ja recht. Ich meine, das ganze Geld wird ausgeschüttet. Ja, mit Milliarden wird was gepusht. Ich weiß nicht, ob jetzt Ältere unter uns sind. Wer erinnert sich noch an Kir Royal, an dieses ich scheiß dich zu mit meinem Geld? Genau das ist es ja. Es wird halt einfach alles mit Geld zugekleistert. Genau. Und wo geht das Geld dann eben hin? Na, zum einen eben die Immobilienpreise steigen und zum anderen eben in die Börse. Ja, auf jeden Fall. So ist es. Wie soll ich sagen? Da können wir auch gar nichts machen, außer dabei zu sein. Also du hast recht, Werner. Ähnliche Richtung fragt Friedrich. Wie verändert sich eigentlich der Wert einer Aktie, wenn jetzt die Fed oder EZB Geld druckt? Es ist halt mehr Geld da und die Kurse gehen halt dann nach oben, weil halt einfach Liquidität da ist. Also das ist immer das, wenn man so dann hört, wenn dann gesagt wird, ja, die Börsen sind liquiditätsgetrieben. Aber das ist ja das, was der alte Costo auch immer gesagt hat, ja. Also Liquidität, also Geld, ist einfach das, was die Börse zum Atmen braucht. Und wenn genug da ist, dann steigen die Kurse. Bums, das ist es. Okay. Ja, was wir noch brauchen, sind Fragen. Ich habe gerade so ein bisschen durchgescannt. Es waren einige Kommentare zu der Fragebogen von oben. Die können wir jetzt nicht richtig verwenden. Haut rein, schießt her. Wir warten auf eure Fragen. So, weiter geht's. Bam, bam, bam. Was ist du? Der Marc fragt, ist Faktorinvestung weiterhin gut? Sind Value Quality gut? Hat in der Krise erstaunlich schlecht funktioniert, ist seine Meinung. Ja gut, das ist es halt. Diese ganzen Faktoren, die kommen und gehen, wie sie möchten. Das ist ja genau das Problem mit den Faktoren, dass die nicht mit naturwissenschaftlicher Präzision kommen, sondern man muss halt hoffen, dass sie funktionieren. Ich persönlich bin einfach ein bisschen skeptisch, was diese ganzen Faktorgeschichten angeht. Wir haben da auch jetzt dann demnächst ein Interview halt oder eine Diskussion mit dem Gerd Kommer und dem Dr. Weber halt von Arero genau zu diesem Thema Faktor Investing.
Gerd Kommer ist ja dafür und Dr. Weber ist halt, Professor Weber ist halt dagegen, hält davon gar nichts, sagt der Small Cap Faktor ist tot, weil es ist natürlich immer so, auf der einen Seite diese Faktoren, wie sie in der akademischen Welt gebildet werden, so kann man sie in der Praxis gar nicht umsetzen. Also ein ETF kann ja das immer. Also long, short, ganz kurz, um das zu erklären. Also in der akademischen Welt sagt man halt einfach, das erste Drittel praktisch, man sortiert sie nach einem bestimmten Faktor und dann bildet man ein Portfolio und vergleicht letztendlich das Top-Drittel. Da investiert man drin und dann verkauft man das untere Drittel praktisch leer und hat dann eben so eine doppelte Konstruktion, dass man halt die Gewinner hält und die Verlierer auch noch leer verkauft. Und das kann halt ein ETF nicht. Ein ETF darf nicht leer verkaufen. Das heißt, der hat nur die Long-Seite drin. Und das führt schon mal dazu, dass ein Teil einfach dieser Faktorprämien einfach verschwindet. Ja. Und das andere ist eben, was wir ja nun auch alle wissen, ist, wenn irgendwelche Faktoren bekannt werden, dann verlieren sie sich halt einfach mit der Zeit. Vor allem, wenn sie auch mechanistisch letztendlich abgearbeitet werden. Also mir, wie soll ich sagen, was ich einfach nur sagen kann, ist, wer der Meinung ist, er oder sie braucht Faktor, dann macht das. Ihr werdet nicht daran sterben, aber erwartet euch keine Wunderdinge und vor allem ganz wichtig, seid nicht traurig, wenn eben letztendlich so ein Faktor-ETF, egal was er macht, dann abweicht von dem, was der klassische marktgewichtete Index macht. Ja, das ist dann also, dann dürft ihr keinen, das heißt praktisch Tracking Error Regret ist das Fachwort, also dann dürft ihr da nicht traurig sein, wenn das mal ein bisschen anders läuft. Dann hilft auch da gilt, durchhalten und weitermachen. Mein persönliches, aber das ist jetzt total persönliches Problem mit der ganzen Geschichte ist, wenn man sich da schon MSCI World anguckt, ihr habt ja 1600 Firmen, die da drin sind. Und wenn man sich so ein MSCI Low Volatility oder Minimum Volatility anguckt, da sind dann irgendwie 400-500 Werte drin. Das heißt, die sind einfach auch wahnsinnig eng dann auf einmal. Und für mich persönlich, also das ist aber nur meine persönliche Meinung, ist es ja so, dass ich ja gerade marktbreit investieren will. Und wenn ich halt von 1600 auf 400-500 runter bin, dann ist das für mich einfach so ein bisschen konterkariert, diese Methode des marktbreiten Investierens. Aber ich würde niemandem von dem Faktor ETF abraten, weil nochmal, die Masteranforderung ist ja nicht arm sterben. Und das bringen auch Faktor-ETFs. So, was hast du noch, Henrik? Dann der Daniel möchte wissen, wird Hebeln mit billigerem Geld jetzt attraktiver, da die Renditeerwartung steigt? Ja, und gefährlicher, wenn es wieder runtergeht. Also Hebeln, das ist natürlich immer dieses Gehebelte. Das hat uns ja, also genau, das ist so, wie du sagst, Daniel, am Anfang liegt alles am Boden. Und dann holst du dir ein bisschen Geld, hebelst da vor dich hin und es läuft ganz gut. Aber irgendwann kommst du ja, wie mit allen Dingen, in den Bereich des abnehmenden Grenznutzen. Da musst du halt mehr hebeln und noch mehr hebeln und am allermeisten hebeln, um noch irgendwie die Renditeerwartungen, die, wir reden hier von professionellen Fondsmanager oder Moneymanagern, also von professionellen Geldverwaltern, institutionellen Anbietern, die natürlich das mit der Hebelei über Jahre dann gemacht haben und da auch dann eine gewisse Erwartungshaltung bei ihrer Klientel dann aufgebaut haben. So, und dann im Laufe eines Börsenzykluses kommen wir dann, wie gesagt, in diesen abnehmenden Grenznutzen und dann wird halt immer mehr gehebelt, um einfach diese Rendite an, ja, Ansprüche, die die Kunden haben, zu befriedigen. Na gut, und dann hebeln wir uns wieder ins Nirvana und irgendwann hustet irgendwo einer, ein Sack Reis fällt um und dann geht diese ganze Domino-Effekt-Nummer los und alles rauscht wieder in sich zusammen, alles kracht und scheppert und dann haben wir wieder den Scherbenhaufen und dann wird sich wieder aus dem Scherbenhaufen rausgehebelt. Und das ist halt der Gang der Dinge, der irgendwie so alle 5 bis 10 Jahre passiert. Das sind diese typischen Boom- und Bust-Zyklen eben. Danke dir. Nächste Frage kommt von Dirk, der möchte wissen, ich möchte gerne 50.000 Euro MSCI World und Emerging Markets nachkaufen. Gut. Jetzt kaufen oder warten? Vermutlich wird es noch mal runtergehen im Herbst, oder? Siehst du, genau, und das ist eben Markttiming, Dirk. Also das weiß ich einfach nicht. Und mein Vorschlag wäre in dieser Situation ganz konkret, du hast diese 50.000 Euro und der reinen Lehre nach investierst du jetzt hier und heute, wenn wir hier fertig sind mit unserem Zoom, legst du die an und fertig. Warum? Weil alle Studien der letzten 40 Jahre gezeigt haben, der Erwartungswert ist ja positiv. Also wir gehen ja alle davon aus, dass wir eben langfristig an der Börse Geld verdienen. Das heißt, jeder Tag, der du nicht an der Börse bist, schmälert deine Renditeaussichten. Also alles heute Abend noch rein und dann eben aussitzen
bis du das Geld brauchst. Hat in den letzten Jahrzehnten immer die beste Rendite gebracht. So ist aber Blödsinn, weil Psychologie. Denn es geht darum, nimm das Geld, was du hast, und steck so viel da rein in den MSCI World und den MSCI Emerging Markets, dass, wenn du das heute am Dienstag machst, am Freitag, ja, hat sich das alles halbiert, ja, weil die Kurse vielleicht doch schneller fallen als gedacht, weil da irgendwas Blödes passiert, dass du dann noch ruhig schlafen kannst. Also wenn du sagst, okay, Dienstag reingesteckt, am Freitag halbiert, macht mir nichts, dann war das die richtige Menge. So, und dann hast du am Freitag diesen Tiefschlag erlitten, dann fragst du dich, wie lange brauche ich, um das mental zu verdauen, um mich wieder an die Börse zu trauen. Und wenn du sagst, okay, das braucht dann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, sechs Wochen, acht Wochen trage ich Trauer, aber dann berappel ich mich wieder, dann ist das die Chance für die zweite Tranche. Das ist grundsätzlich meiner Meinung nach die bessere Anwendungsfall, als zu lauern und zu sagen, im Herbst gehen die Kurse ja nochmal runter. Damit kannst du recht haben, musst es aber nicht. Und wenn die Kurse einfach so weiter klettern, liquiditätsgetrieben, ja, weil einfach ja tonnenweise Geld gedruckt wird, dann stehst du da wie der Depp und bist nicht zum Zug gekommen. Dann ist es besser, jetzt schon mal eingestiegen zu sein. Also ich persönlich würde das so weit strecken, wie es dir kommod ist, wie du dich wohlfühlst, und dann langsam loslegen. Soweit mein Vorschlag. Danke dir. Der Johann möchte gerne wissen von dir, was hältst du von den Crash-Theorien à la M. Krall oder A. Popp? Ich kenne die beide nicht. Was haben die denn für Crash-Theorien? Also grundsätzlich, wie soll ich sagen, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen verifizieren, noch mal dem Henrik zwei, drei Zeilen schreiben dazu. Dann nehmen wir das gleich noch mal dran. Das wäre total lieb. Aber du siehst ja schon an meiner Antwort, dass ich die beiden Herren gar nicht kenne. Also von daher, ich bin nicht so groß in Crash-Propheten. Hält sich raus aus Social Media. Ja, ja, gut. Aber immer her damit bitte. Also schreib doch mal dem Henrik bitte wirklich die zwei Zeilen und dann machen wir das noch. Gut, was jetzt in der Weile machen wir kurz weiter. Marcel möchte wissen, was passiert mit dem Depot neben Grün und Blau, wenn durch das billige Corona-Geld die Small Caps leiden? Warum sollen die denn leiden erstmal? Das frage ich mich erstmal. Und ansonsten, du meinst mit Blau und Grün, meinst du ja meine Aufteilung von wegen Blau die Industrieländer und Grün die Entwicklungsländer, diese klassische Weltkarte. Naja, die Small Caps gehören ja dazu. Sie sind ja entweder Blau oder Grün, ja? Und dann läuft das halt. Also wie gesagt, das ist ja einfach so eine Sektorenwette dann, die du machst, dass du sagst, Small Caps leidet. Also wenn du was, also grundsätzlich, ich persönlich beschäftige mich damit nicht, weil mir das verlorene Liebesmühe ist und man ja festgestellt hat, dass ich in solchen Sachen richtig schlecht bin. Ich bin einfach all in, breit diversifiziert und fertig. Wenn du aber eine vernünftige, in deinen Augen plausible These hast, eine Theorie hast, warum die Small Caps durch das ganze Helikoptergeld leiden, naja, dann würde ich sagen, solltest du natürlich dein Exposure da zurückfahren und eben entweder, wenn du Small Caps hast, die verkaufen oder eben erst gar nicht kaufen. Aber dann bist du natürlich schon wieder im aktiven Management drin und gehst hier eine Sektorenwette rein. Das ist ja erstmal für sich nichts Schlechtes. Aber wie gesagt, was ich halt erwarte, ist dann natürlich eine fundierte Begründung und ganz wichtig, nicht nur eine Begründung, sondern auch dann eine taktische Umsetzung, wie du ja diese Theorie, diese These dann in die Praxis umsetzen willst. Welche Summen du kaufen, verkaufen willst, bei welchen, ja, wie soll ich sagen, Triggerpunkten du aktiv werden willst. Das ist einfach wichtig, dass du vorher wirklich einen vernünftigen Plan hast. Und wenn du das hast, dann leg los. Plan haben, Plan arbeiten, Plan haben. Dein altes Motto, ne? Genau. Ja, genau. Nächste Frage kommt von Friedrich. Wie war es eigentlich in der Vergangenheit, wenn eine Währung abgeschafft worden wurde? Werden Aktien in dieser Währung auf eine neue umgemünzt? Oder was passiert dann eigentlich? Genau. Wer sich noch erinnert, hatten wir doch von D-Mark auf Euro. Da waren doch, ich weiß gar nicht, wann der Euro kam, aber zwei Jahre vorher wurde an der Börse ja nur noch in Euro gerechnet. Das wird dann einfach zum Stichtag umgerechnet. Das war diese legendäre 1,9995, ja, D-Mark 1 Euro. Genau, das war's. Genau so. Und dann wird einfach umgerechnet und fertig zu einem Stichtag. Und dann läuft das einfach so weiter. Genau das, wie gesagt, hatten wir historisch bei der Umrechnung der Aktienkurse von D-Mark in Euro. Und das Gleiche würdest du erwarten, sollte das. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Dann, der Thomas möchte wissen, sollte man jetzt verstärkt auf Tech-Unternehmen und damit vor allem auf die USA setzen? Dazu kann ich dir einfach nichts Gescheites sagen. Was ich nur sagen kann, ist eben im Index, ja, wenn deine Theorie, auch da gilt dasselbe wie für die Small-Caps-Geschichte, wenn du sagst,
das ist gut, das funktioniert, dann Gewichte über, dann kauf mehr ins Depot, setzt sich natürlich dann eben mit allen Risiken aus. Ich als purer Indexer sage, wenn es weiter so gut läuft mit Amazon, Google und Konsorten, dann werden die sowieso immer weiter und immer stärker im Index drin sein. Das heißt, ich nehme daran sowieso teil. Also ich werde vielleicht nicht so toll daran teilnehmen, wenn es gut läuft wie du, aber ich werde auch daran teilnehmen. Und wenn es halt nicht so gut ist, naja, dann bist du natürlich mehr im Absturz als ich, der ich eben das breit diversifizierte habe. Was mir nur wichtig ist, worum ich darum bitten möchte, ist vielleicht, dass ihr mal aufschreibt, Nifty 50. Nifty 50, das waren die heißen 50er. Das waren 50 Aktien, die man in den 70er Jahren in den USA kaufen sollte. Und dann brauchte man nie wieder was am Aktienmarkt zu tun, weil das waren die 50 Aktien für die Ewigkeit. Und dieses Nifty 50-Portfolio, wenn man sich das heute mal anguckt, zum Teil gibt es die Firmen nicht mehr, zum Teil sind sie aufgekauft, zum Teil sind sie pleite gegangen, zum Teil sind sie in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Das heißt, ja, dieses Thema sollte man jetzt in die Tech-Aktien investieren, bedeutet genau das jetzt. Und dann bedeutet es, dass man ein Auge auf dieses Investment hat und guckt, wann man aus der Nummer auch wieder rauskommt. Also das ist das Allerwichtigste, was ich jedem nur raten kann, ist, wenn ihr was anderes machen wollt, ist das breites Indexing. Was ich jedem nur empfehlen kann, der der Meinung ist, er könne den Index schlagen, das auch wirklich zu tun und sich dann ehrlich ja, Rechenschaft abzulegen, ob es geglückt hat, geglückt ja, ist oder nicht. Jedenfalls, wer den Index schlagen will, der guckt sich an, was er machen will und wie er wieder rauskommt aus der Nummer. Das heißt, beim Einstieg muss der Ausstieg schon geplant werden, weil sonst geht das Ganze nämlich in die Grütze. Man muss auch rechtzeitig wieder rauskommen und dann eben seine Überrendite auch sichern. Was ich damit sagen will, ist, heute in die Tech-Aktien zu investieren mag gut sein, aber dann musst du wirklich genau drauf gucken und dann kann sein, dass du in 2, 3, 4 Jahren wieder raus musst aus der ganzen Nummer. Ja, wer sagt denn nicht, dass Facebook zerschlagen wird, wie damals AT&T? Ja, wer sagt nicht, dass Google auch wirklich hier irgendwelche Fesseln angelegt bekommt von der EU, von der Regulatorik? Denn ganz ehrlich, langfristig sind wir alle tot und Apple ist pleite, auch wenn das niemand wahrhaben will. Aber wenn ihr euch einfach mal in der Historie das anguckt, wie viele stolze Firmen, die als unkaputtbar galten in der Historie, jetzt entweder nicht mehr existieren oder nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Ja, also eins der guten Beispiele ist ja durchaus auch die Deutsche Bank. Guckt euch mal an, wie die unter Herrhausen dastand und wie sie jetzt dasteht. Also das ist immer ganz, ganz wichtig. Heute gucken mit dem Fokus auf morgen, übermorgen oder überübermorgen wieder aussteigen. So, Henrik, was haben wir noch? Die Svenja hat die nächste Frage eingereicht. Ja. Wenn aktuell die Aktienpreise steigen, ist das dann durch die erhöhte Geldmenge nur inflationsbedingt betrieben und im Grunde gar kein Wertezuwachs? Betreibe ich mit Aktieninvestments aktuell also nur Werteerhalt und kein Wertzuwachs? Wie siehst du das? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich meine, wenn man sich mal einfach anguckt, wie die Aktien, die jetzt wieder gerade gut steigen, also ich meine, Amazon hat ja enorm viel Umsatz mehr gemacht, die heuern ja ganz doll an hier, wir sind ja gerade mit Zoom unterwegs. Ich meine, Zoom ist doch nach allem, was ich höre, stellen die doch Techniker in Hundertschaften mittlerweile ein. Also da werden schon Werte produziert, also auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es ist wie immer eine Mischung aus beidem, natürlich inflationsgetrieben, aber auf der anderen Seite eben werden eben auch echte Werte produziert. Und du darfst ja eins nicht vergessen, Svenja, es gibt ja auch noch die Dividenden. Ja? Du kriegst ja auch noch Ausschüttungen, also von dem, was die Firmen im operativen Geschäft eben erwirtschaften. Und dann machen wir einen kleinen Ausflug in etwas Corona-fernes Gebiet, bevor wir dann wieder hart in Corona einsteigen. Denn der Axel möchte wissen, es gibt jetzt eine Fondsvariante MSCI World ESG. Von DBX Trackers. Was hält der Finanzvisier denn davon? Ja gut, das ist ja ethisch, sozial und hier Governance, also eben gerecht. Ich persönlich sage das Gleiche wie mit den Low-Volatility-Geschichten. Wenn es ja letztendlich dieses ESG, also dieses ethisch, sozial und gerecht, wenn das ein Erfolg wird, dann kriegen wir das im ganz normalen Index auch, ja, dann ist es ja einfach drin, brauche ich mich nicht drum kümmern. Und wenn es nichts wird, wenn es keinen Erfolg hat, dann möchte ich es auch nicht haben, weil es geht ja hier um meine Altersvorsorge. Und das ist jetzt aber dann eine persönlich-politische Einstellung. Ich möchte halt gerne einfach eine schöne Altersvorsorge haben, dass ich dann genug Geld habe, sodass ich dann mit meinem Geld selber entscheiden kann,
Thema ethisch, sozial und gerecht, nicht einfach einkaufe, ja, dass ich eben sage, nein, ich lasse hier dieses Schwein, ja, für 99 Cent das Kilo liegen, sondern kaufe eben, weil ich es mir leisten kann, eben das Schwein, was halt vernünftig aufgezogen wurde, anständig geschlachtet wurde und wo eben auch nicht nur der Bauer, also das Schwein ein schönes Leben hatte, wo der Bauer einen fairen Verdienst bekommt und eben der Schlachter auch. Und das will ich mir halt leisten können. Und das ist halt dann für mich einfach diese Komponente, dass ich gerne halt mit meinem eigenen Geld dann entscheiden möchte, wo es hingeht. Also, du wirst mit diesen ESG-Sachen nicht schlecht fahren, aber wie gesagt, ich vermute, über kurz oder lang landen die sowieso auch alle im Index. Und außerdem, guck dir die nochmal ganz genau an, diese ESG-Dinger. Die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Und manchmal sind sie auch ein bisschen sehr dubios. Also dann ist in einem ist Oracle drin und Microsoft nicht. In dem anderen ist es Microsoft drin und Amazon nicht. Und dann frage ich mich auch immer, was ist jetzt an Oracle so viel ethischer als an Microsoft oder umgekehrt? Oder auch manchmal ist in dem einen ist dann war total drin und Shell nicht oder umgekehrt. Also da frage ich mich dann immer, wie genau jetzt dann wirklich da diese, ja, da wird ja seitenweise werden da ja Punkte abgehakt und Punkte vergeben eben, also alle möglichen Bereiche. Und dann muss man halt auf eine bestimmte Punktzahl kommen und dann qualifiziert man sich halt für diesen ETF. Das wäre nochmal wichtig auch, dass das alle hier mitnehmen. ESG ist nicht gleich ESG. Da müsst ihr wirklich ins Kleingedruckte gucken, wie jetzt ganz konkret dieser ESG-ETF aufgebaut ist. Danke dir. Aber die Fragenbox ist gut gefüllt. Von daher gucken wir ein bisschen auf deine Antwortlänge. Kommen wir zum Teil Kryptowährung. Haben wir fast in jedem Talk auch gehabt, jedem Corona-Talk. Ich fasse mal zwei Fragen zusammen, Francesco und Dirk. Francesco fragt, macht es Sinn, einen kleinen Teil in Kryptowährung zu investieren? Du, wie gesagt, Kryptowährung, da sind wir jetzt beim Thema Antwortlänge, da bin ich total blank, da habe ich überhaupt keine Ahnung und da kann ich wirklich nicht kompetent antworten. Es tut mir leid, Jungs, da bin ich echt blank. Probier's nochmal mit Dirk. Seine Frage ist, sollte es eine Währungsreform in eine wie auch immer geartete Kryptowährung geben, sind die Aktien dann entsprechend die Coins wert? Ja, vermute ich mal. Also es wird irgendwie dann solche offiziellen Umrechnungen geben. Also wenn es dann eine staatliche Währung ist, wird D-Mark es Euro, ja, wie von D-Mark auf Euro, ja. Alles klar. Also, kleiner Ausflug Krypto. Die Amelie möchte wissen, lieber Albert, für wie wahrscheinlich hältst du die Chance auf eine zweite Welle an der Börse? Ist die Krise tatsächlich schon so ausgestanden oder sind Probleme der Unternehmen nun bald erst versetzt zu erwarten? Die Antwort lautet, ich weiß es einfach nicht, Amelie. Ja, es kann sein, dass er die Bullenfalle, die ich angesprochen habe, das ist korrekt. Ja, es kann sein, Kontrollverlust. Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, wir müssen einfach gucken, was kommt. Und deshalb habe ich ja darum gebeten, einfach davon auszugehen, dass es kommt und sich vorzustellen, was dann passiert und sich dann zu überlegen, Amelie, willst du das, so wie es jetzt ist, willst du damit nochmal 50% nach unten gehen, ja oder nein? Und dann eben entsprechend jetzt aus der Position der Stärke etwas zu ändern und anzupassen. Ja, Thema Emotionen, was du vorhin sagtest. Ne? Der Andreas sagt, hallo Albert, aufbauend auf deiner Faktorerklärung, du empfiehlst also weiterhin ein Brot- und Butterportfolio von 70-30 oder 60-40? Fragezeichen. Ja, fertig. Das ist das Einfachste, da kommt man am besten bei rum. Und letztendlich, wie gesagt, wenn man bei mir auf dem Blog googelt, diese Mapfaber-Geschichte, es landet dann irgendwie alles um und bei 5%. Und meine persönliche Einstellung ist, diese Art des Investieren, des Indexings, hat halt den Charme, dass man da wahnsinnig wenig Zeit reinsteckt. Also die Rendite ist praktisch 5,x% mit minimalstem Zeitaufwand und dann bleibt Zeit übrig für andere Anlageklassen, wo man dann unkorrelierten Profit noch rausholen kann. Oder es bleibt Zeit, im Garten zu sitzen und zu grillen. Ja, aber das ist ja auch, Henrik, das ist es ja. Nichts ist so teuer wie eine Scheidung. Ja, ja. Deswegen öfter mal grillen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das Entscheidende, dass man eben nicht die ganze Zeit hier vor dem Monitor hockt und rumdaddelt, sondern genau das, was du sagst. Im Garten sitzen, grillen mit der Liebsten, mit der Familie, mit Freunden, ja. Und oft hört man das doch. Das sind immer diese sogenannten Weak Ties, also diese schwachen Verbindungen, dass man im Grillen eben hört, dass einer sagt, der einen kennt, der sagt, guck mal da, bei der Firma ist ein Job für dich frei, der könnte für dich genau passen, hättest du nicht Interesse. Und so kommt man dann da
oft genug zur Karriere wie die Jungfrau zum Kinde. Also es klingt ja immer so, als wäre alles super geplant, aber oft genug sind es ja doch diese Zufälle und denen muss man ja auch eine Chance geben. Und im Zufall kannst du keine Chance geben, wenn du die ganze Zeit den Monitor starrst und dir überlegst, ja, mache ich jetzt 5,5 oder 4,5% vom Schmerz ETF noch dazu oder lasse ich es bleiben. Ja, das hat keinen Hebel. Alles klar. Die Svenja fragt dich nach deiner persönlichen Geschichte. Hast du in der aktuellen Krise all deine vorher getroffenen Investitionsleitlinien bestätigen können? Oder gibt es bestimmte Punkte, die du jetzt aufgrund von neuen Erkenntnissen angepasst hast? Nein, habe ich nicht. Wie gesagt, mein Depot ist ja geboren aus den Feuern 2008, 2009 der Finanzkrise. Und seitdem hat sich da nichts geändert. Ich bin damit zufrieden und es läuft. Nichts habe ich geändert. Ja, kann man sich auch glücklich schätzen. Ja. Werner fragt, was hältst du von der Strategie, immer etwas Cash zu haben und falls eine Krise kommt, die Aktien billig einzusammeln? Jetzt in Corona wurden auch Aktien nach unten geprügelt, die sehr schnell wieder stiegen. Ja, Werner, klar, wenn du der Mann dafür bist, hau rein, mach. Also beobachte den Markt. Wunderbar. Wie gesagt, es gibt ja nur eine einzige Sache, die noch wichtiger ist als Rendite. Und das ist eben Liquidität. Cash. Ja, Cash in the Tash, wie man im Rheinland sagt. Super Sache. Genau. Dann hat man dann die Möglichkeit, auf 20% auf alles zu kriegen, außer Tiernahrung. Ja, gut. Der Dave möchte wissen, zu Factor Investing. Wie verträgt sich Momentum Factor mit Random Walk Theorie Performance Caching Gegner Chart Analysegegner. Hast du das verstanden? Soll ich nochmal schreiben? Ja, nochmal. Also, wie verträgt sich Momentum Factor mit Random Walk Theorie? Und dann ist es, glaube ich, ein versus Performance Chasing Gegner, Chart Analysegegner. Ich glaube, das müsstest du sehen. Kannst du mir folgen? Ja, okay. Also, das sind einfach solche Geschichten, mit denen ich mich offen gesagt gar nicht so viel abgebe, weil ich glaube, dass man da nur sehr wenig rausholen kann. Also da kann man sich ewig drin vertiefen und kann sich da in ideologisches Klein-Klein verrennen. Aber letztendlich geht es ja einfach für mich persönlich nur darum, am Aktienmarkt breit diversifiziert zu geringsten Kosten aktiv zu sein. Ich möchte einfach an der weltweiten Produktivität teilnehmen. Also mir reicht es, das ist dieses gut genug, mein gut genug immer. Also ich möchte einfach in 23 Industrie 26 Schwellenländern, irgendwie 2600 Firmen, in denen rund 40 Millionen Leute arbeiten. Kurz nur zum Vergleich, die arbeitende Bevölkerung Deutschlands liegt irgendwie so bei 42, 43 Millionen. Das heißt, letztendlich ist das ein Riesennetzwerk und da bin ich einfach dabei in allen Sektoren, allen Bereichen, allen Branchen. Und wie gesagt, Henrik, wir machen ja am Samstag das Finanzvisier-Seminar und da habe ich ja, hast du mich ja vorher gefragt, da habe ich auch eine Folie überarbeitet. Und das war die, wo es auch ums Inlandsprodukt ging. Da habe ich jetzt Bangladesch gestrichen und durch Finnland ersetzt. Warum? Weil Bangladesch mir ein zu großes BIP hatte, das hat in diesem Vergleich nicht mehr gepasst. Also mit anderen Worten, genau darum geht es doch. Ja? Wer hätte denn geglaubt, dass Bangladesch ja das größere Bruttoinlandsprodukt hat als Finnland? So, und da bin ich einfach mit meiner breiten Diversifizierung mit dabei. Da muss ich mich nicht drum kümmern, das machen die Fondsmanager für mich. Und ob dann jetzt noch Momentum dabei ist und Random Walk oder so, das ist alles akademisch, aber für mich als Praktiker nur in der zweiten Welle. Es ist intellektuell anspruchsvoll und interessant, ja, hat aber für mich als Investor, als treusorgender Familienvater und Ehemann weniger Bedeutung, dem es einfach nur darum geht, nicht arm zu sterben und dafür zu sorgen, dass die Familie irgendwie 2,50 Euro auf der hohen Kante hat. Soweit. Alles klar. Dann scrolle ich zur nächsten Frage. Für dich als alter Glaskugel-Experte. Armin fragt, wie sieht der Markttrend aus? Also nach oben, je mehr Geld da ist, desto mehr geht es in Aktien. DAX 12.000, dann 13.000 oder wieder tiefer. Ja, das wissen wir nicht. Bullenfalle. Wie gesagt, das hatte ich schon gesprochen. Keine Ahnung. Wenn wir das wissen, würden wir heute, glaube ich, keinen
Corona-Update machen. Ach, doch, wenn wir schon machen, wir würden trotzdem alles vom Strand irgendwo reinstopfen. Sehr gut. Das ist einfach, das ist, sowas kann man einfach nicht beantworten. Und jeder, der einem sagt, er oder sie wisse es, dem würde ich zutiefst misstrauen. Ja? Also wie gesagt, deshalb ja auch durchaus, haben wir jetzt in dieser Session noch gar nicht das Thema von Dividendenleben, also einkommensorientiert, ja, ein bisschen weniger Wert auf Kurse legen, ein bisschen mehr Wert eben auf was ausgeschüttet wird legen. Das ist auch keine schlechte Strategie, obwohl ja die armen Dividendenleute immer in den einschlägigen Kreisen ganz furchtbar verprügelt werden, ja, dass sie so naiv werden. Aber wie soll ich sagen, Cash in the Tash, ne? Was du hast, das hast du. Genau. Und der Mike Uwe fragt sich zum Thema, hast du, was soll man denn machen, wenn ich nicht die klassische Variante, also MSCI World, in Emerging Markets nehmen möchte. Wie sehen denn alternative Varianten aus für eine Krise wie die aktuelle? Naja, wie soll ich sagen? Letztendlich willst du ja, also nein, Blödsinn, was du willst, musst du selber entscheiden. Also mein Vorschlag wäre einfach zu sagen, breit diversifiziert, eben alle 26 Schwellenländer, alle 23 Industrieländer, und dann kannst du das ja aufteilen, wie du willst. Dann kannst du es ja in Regionen aufteilen, also kannst du einmal Nordamerika abdecken mit dem Standard & Poor's 500, dann kannst du eben Europa abdecken mit dem Stoxx 600, dann kannst du halt im MSCI Pacific das ganze pazifische Becken abdecken, und dann nimmst du halt noch was Entwicklung, also Schwellenländer dazu, dann hast du also die drei Regionen Asien, Pazifik, Europa, Nordamerika plus die Schwellenländer, und dann kannst du diese vier ja so zusammenrühren in der Gewichtung, wie es dir passt. So, das wäre einfach mein Vorschlag, denn der Krise entkommt man sowieso nicht, und man muss dann einfach, das Wichtige ist ja, dass du dich mit deinem Depot, deinem Portfolio wohlfühlst, und wenn du dich damit wohlfühlst, dann hältst du ihm in der Krise auch die Treue, und dann, das ist ja auch mal das, eben an der Börse wird das Geld ja nicht verdient, sondern ersessen, indem man halt, dieser Klassiker von Costolani, dass eben an der Börse 2 plus 2 an der Börse eben nicht 4 ist, sondern 5 minus 1. Und dieses minus 1, das muss man eben aushalten. Und wie gesagt, wir haben jetzt in der Umfrage am Anfang ja gesehen, viele von uns haben ja genau dieses minus 1 durchgehalten und haben eben nicht verkauft. Und das ist jetzt der Lohn. Und da ist es dann auch relativ egal, wie man gewichtet hat. Danke dir. So, wir machen einen kleinen Ausflug in die Nähkästchentasche des Finanzvisiers. Andreas bedankt sich für die Antwort von vorhin. Und wann kommt denn endlich mal wieder ein Finanzvisier-Artikel? Das hatten wir doch schon mal. Ja, aber ja, für heute ist es neu. Ja, was ist da los? Ja, wo sind die Artikel? Du hast recht. Ja, wo sind die Artikel? Die Artikel, wie soll ich sagen, wir hatten ein bisschen Seminarvorbereitungsgeschichten zu machen. Ich hatte hier im Hintergrund noch ein paar Sachen an der Technik zu schrauben, bin auf einen neuen Server umgezogen. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen auch der Grund. Ich will wieder neue Artikel schreiben. Wie gesagt, dieses Freitags-Update ist ja alles ganz nett, aber auf Dauer doch ein bisschen, ja, langweilig. Und ihr seid ja nicht auch da, um die Artikel zu lesen und weniger die ganzen Linklisten abzuarbeiten, obwohl es ja da auch Fans gibt. Ja, alles klar. Gut, kleiner Ausflug aus dem Nähkästchen-Geschichte. Ja. Gut, wir schauen mal kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Wir haben super Fragen, super viele Fragen. Seid es mir nicht böse, wenn wir nicht an alle kommen sollten. Ihr werdet es verstehen, dass wir einfach einen nach dem anderen abhaken. Weiter geht's. Der oder die S fragt, der DAX hatte in den letzten Wochen eine super Erholung, besser als der MSCI World. Ist das ein Zeichen für eine schnellere Erholung in Deutschland als weltweit? Ja. Kann halt dann auch wieder runtergehen. Das ist halt, weil wir der DAX 30 sind ja bloß 30 Werte. Also das ist halt einfach eine sehr kleine Nische, ja. Zumindest für den Augenblick, ne? Kann das so aussehen. Ja, gut. Dann Svenja, oft hört man einmal pro Jahr Rebalancing reicht. Würdest du in den aktuellen Zeiten öfter rebalancen? Also alle halbe Jahr, alle Vierteljahr und so weiter. Kann man machen, muss man aber nicht. Also ich grundsätzlich schlampig gerebalanced, einmal pro Jahr reicht. Die Sache ist ja, du willst ja auch nicht mitten in die Krise rein rebalancen. Du willst ja, dass es dann doch irgendwie wieder ein bisschen Boden gefunden hat, weil sonst rebalancest du ja in die Krise rein. Und das ist ja renditetechnisch auch keine so pfiffige Geschichte. Also ich persönlich würde bei einmal im Jahr bleiben. Also sind wir auch geblieben? Also,
Also wir rebalancen ja immer um die Weihnachtszeit und das war's dann. Und bis jetzt, nein, haben wir keinerlei Rebalancing-Ambitionen, was das eigene Portfolio angeht. Wenn du dich damit wohlfühlst, dann von mir aus alle halbe Jahre. Kommt ja auch immer darauf an, was an Geld da ist. Da muss man auch pragmatisch sein. Also was ich auf jeden Fall darum bitten würde, ist nicht zu rebalancen, indem man irgendwie verkauft und steuerliche Verpflichtungen auslöst. Da ist es dann immer besser, nichts zu tun und einfach mit dieser Asymmetrie eine gewisse Zeit zu leben. Alles klar. Der Jochen fragt dich, welche Risiken siehst du für die Zukunft im Zusammenhang mit der Marktmacht der großen Vermögensverwalter wie BlackRock, Vanguard und Co., wenn die zu groß werden oder groß sind? Ja, dann wird der übliche Zyklus, dann wird wieder Regulierung kommen, dann wird irgendwas passieren, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das hat sich bis jetzt immer noch, es gab Verwerfungen in die eine oder andere Richtung und zum Schluss läuft dann doch wieder alles Regression zum Mittelwert. Das ist ja genau das, was wir von den Sprichwörtern kennen. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, beziehungsweise es gibt immer Licht am Ende des Tunnels. Und Sie haben immer recht, diese Sprüche. Ja, das ist halt, das sind zu Sprüchen geronnene Volksweisheiten. Das gibt ja schon seit irgendwann sind sie wahr. Ja, alles klar. Gut, jetzt kam nochmal eine Vertiefung von den Crash-Propheten. Also Johann hat sich gemeldet und schreibt jetzt, Markus Krall, Autor von der Draghi-Crash und anderen, der beschreibt, dass nur noch Gold die einzig richtige Investition ist und keine Aktien, Anleihen etc. Und Andreas Popp, Autor von Der Währungs-Countdown, der beschreibt, dass die Kernschmerze des Finanzsystems erreicht sei, da ein grenzenloses Wachstum im Finanzsystem nicht funktionieren kann. Also, zwei Fragen. Thema Gold und grenzenloses Wachstum des Finanzsystems. Ja, wie soll ich sagen, das sind ja schwierige und komplexe Fragen, wo ich eigentlich auch nur die zweite Frage nicht richtig beantworten kann, weil ich kein Ökonom bin. Aber du hast recht, grenzenloses Wachstum gibt es nicht. Und ich persönlich als Bürger dieses Landes bin auch durchaus der Meinung, dass wir hier in manchen Sachen durchaus auch einen Wildwuchs haben, der auch besser reguliert werden sollte. Also ich sage nur hier, wie hier in Hamburg, also wenn ich sehe, wie die Klos meiner Töchter aussehen in den Schulen, beziehungsweise auch wie hier selbst die Straßen in unserem Viertel, was zu den besseren Vierteln gehört, die können auch mal gerne die Schlaglöcher hier wegmachen, dann werden gleichzeitig 10 Milliarden Euro wieder in die HSH Nordbank reingesteckt für irgendwelche dubiosen Containergeschichten und die Leute, die es zu verantworten haben, laufen immer noch frei rum. Das finde ich nicht richtig, aber das ist ja eher eine politische Geschichte, wo wir uns endlos darüber diskutieren können. Ich möchte jetzt eher nochmal zum Thema Gold kommen. Und zwar, Thema Gold ist ja genau dies, wenn alles drunter und drüber geht, braucht man Gold. Dann habe ich als jemand, der nun wirklich in Friedenszeiten aufgewachsen ist und nie irgendwie Mangel, Hunger, Krise, Vertreibung, Bewaffnung erleiden musste, mal rumgehorcht, habe mit meiner Frau Mutter gesprochen, mit meinem Herrn Schwiegervater. Meine Mutter eben in Oberschlesien groß geworden und dann eben jahrelang unter polnischer Herrschaft gelebt, bis sie dann ausreisen durften und der Schwiegervater eben die Flucht aus Ostpreußen vor den Russen. Und beide haben sich halt königlich amüsiert über dieses Thema Gold, weil wer Gold hat, der hat schneller als er gucken kann noch im Kopf. Was man braucht, ist folgendes Szenario. Man braucht Leute, die praktisch sind, pragmatisch denken. Und das, was wir heutzutage als Clan-Kriminalität kennen, das ist gefragt in solchen Situationen. Also, man braucht Leute, die ein bisschen das Gesetz geschickt übertreten, die sich für ihren Clan einsetzen, die wirtschaftlich erfolgreich sind und die im Chemieunterricht aufgepasst haben. Das heißt, das sind Leute, die schwarz brennen können. Da wird also schwarz gebrannt. Und dieser Fusel ist natürlich kaum trinkbar. Deshalb braucht man eben Hühner hinterm Haus, nimmt den Hühnern die Eier weg, dann schickt man einen auf den Schwarzmarkt, Zucker zu besorgen. Und aus diesen drei Sachen, Zucker, den Eiern und diesem Alkohol, da rührt man dann Eierlikör an, ja? So geht die Geschichte. Ich habe es jetzt ein bisschen netter erzählt vielleicht, als ich sie von meinem Schwiegervater und meiner Mutter erzählt bekommen habe. Dann wird eben dieses schwarzgebrannte Zeug in kleine Fläschchen abgefüllt und dann hat man nämlich eine Währung, die einen hinten auf den Pritschenwagen draufbringt und dann kann man eben von A nach B fahren oder man kann damit andere Sachen ertauschen. Und wenn sich die Sache etwas beruhigt hat, wenn man dann Verwandtschaft hat, die in Amerika ist oder eben in Westdeutschland, dann kriegt man Care-Pakete und dann hat man auf einmal Kaffee, Nylonstrümpfe und all solche Sachen und dann hat man wirklich einen Tauschwert am Start und damit kann man dann sein Leben bestreiten. Also mit anderen Worten,
ein Clan, eine Familie, die zusammenhält, die an verschiedenen Orten lokalisiert ist, wo man dann eben Arbitrage betreiben kann und eben pragmatische Sachen, ja, Zigaretten, Alkohol, solche Genussgifte, die eben auch in der Krise gerne konsumiert werden. Das braucht man und wie gesagt, dieses Goldzeug, das versteckt man am liebsten wirklich und lässt das mal ganz in Ruhe, weil schneller als man denken kann, ist das Gold, sind Gold und Leben weg. Und das will man ja nun wirklich nicht. Dann wieder ein bisschen Richtung Finanzblogger-Insights. Philipp möchte wissen, hallo Albert, siehst du eine Bereinigung der Finanzblogger-Szene im Zuge der Krise? Oder siehst du eher ein Aufkommen von weiteren, in Klammer dubioseren Finanzblogs? Also was ich sehe, ist eigentlich, dass die Finanzblogs, die sich gut etabliert haben, wir kennen die Kollegen ja, die haben alle genau wie ich nicht zu klagen, die haben jede Menge Traffic-Zuwachs und werden dann seriös wahrgenommen und die Leute wenden sich eben an sie und diskutieren das. Und es gibt und gab ja schon immer diese Affiliate-Leute, die halt nur irgendwie was abgreisen wollen, die halt irgendwie versuchen wollen, mit irgendwelchen Vertriebsgeschichten die Leute reinzulocken in Contracts auf diese CFD-Geschichten oder irgendwelche anderen Affiliate-Geschichten. Die wird es immer geben und ich denke, die werden sich jetzt nicht mehr so lange halten. Aber grundsätzlich, der harte Kern der Finanzblogger, der ist wie das Internet. Die gehen nicht mehr weg. Das ist auch gut so, weil die haben alle ihren großen Beitrag geleistet in der Aufklärung für uns alle. Mhm. So, dann möchte der Daniel etwas wissen. Entnahmestrategie. Mhm. Wie viele Jahre vor Start der Entnahmephase sollte man starten, umzuschichten in Cash oder Gold? Und die zweite Frage, einen bestimmten Anteil umschichten, zum Beispiel 50% oder einen absoluten Betrag, zum Beispiel Jahresausgaben mal x Jahre. Also da würde ich sagen, das ist wahnsinnig individuell. Das können wir hier an dieser Stelle nicht richtig gut beschreiben. Aber ich würde vorschlagen, dass du mal googelst den Frugalisten und Entnahmestrategie. Das ist ja der Olli. Der hat das eigentlich sehr schön beschrieben, was man da so alles machen kann. Da kannst du dich mal einlesen beim Olli. Also Frugalist ist sein Kampfname im Internet. Und dann tippst du halt einfach ein Entnahmestrategie Frugalist. Da wirst du schon was finden. Und ich habe Leuten hören, Herr Kommer, Gerhard Kommer ist auch dabei, ein Buch zu jetzt veröffentlichen. Es ist jetzt rausgekommen und es kommt demnächst raus, wo es genau darum geht, praktisch also ETFs für Senioren, wo genau eben dann nicht mehr das Ansparen, sondern das Entsparen behandelt wird. Ich glaube, das sind zwei Tipps, die man hier an dieser Stelle echt gut geben kann. Cool, danke dir. Dann möchte die Amelie wissen, wie risikoreich ist der chinesische Markt? Dieser könnte gegebenenfalls ganz anders reguliert werden. Gehört es trotzdem zu einer notwendigen Diversifizierung im Portfolio? Ja, also ist ja die kommende Supermacht und letztendlich, lass die Chinesen regulieren, wie sie wollen. Wenn sie irgendwie Zugang zu den Kapitalmärkten haben wollen, und das müssen sie ja, dann werden sie das schon pragmatisch, Chinesen sind ja auch ein sehr pragmatisches Volk, dann werden sie das schon pragmatisch so regeln, dass es für alle Seiten soweit brauchbar ist. Also für mich gehört es einfach dazu. Und eben weder über- noch untergewichtet. Und ich überlasse, ja, da gibt es ja diese ganzen verschiedenen A-Shares und H-Shares und das wird hier gehandelt und das wird da gehandelt. Das überlasse ich einfach Firmen wie MSCI oder FTSE. Die sollen sich da um die Eingeweide kümmern und gucken, wie sie das irgendwie strukturieren. Mir geht es nur darum, ich möchte gerne als Anleger am chinesischen Markt partizipieren. Gut, danke dir. Dann der Michael aus München möchte wissen, gibt es einen psychologischen Tipp bezüglich des FOMO, also Fear of Missing Out, also Angst, etwas zu verpassen. Zum Beispiel gegen den Wunsch des Reichwerdens mit Einzelaktien wie Wirecard oder dann doch kaufen, was Bill Gates kauft. Hast du also da einen Zeitkürzer? Ja, auf jeden Fall. Also mein Vorschlag wäre, Folgendes zu machen. Du nimmst 80-90% deines Vermögens und steckst das in so eine langweilige Geschichte rein, eben ein klassischen breit diversifiziertes ETF-Depot und den Rest nimmst du und da machst du genau das, ja, und probierst das aus. Da kaufst du Wirecard, da kaufst du all das, von dem du hörst, dass es gut ist, von dem du überzeugt bist, dass es gut ist und dann hast du einfach zwei Depots. In dem einen experimentierst du und machst und tust und wirbelst und rotierst und guckst, was da passiert und ob das irgendwie erfolgversprechend ist, auch unter Einsatz der Zeit. Und das andere dümpelt halt einfach langweilig und breit diversifiziert
vor sich hin. Damit hast du das Beste aus beiden Welten. Das breit diversifizierte Altersanlage-Depot kann ungestört vor sich hinlaufen, denn das ist ja immer dieser Klassiker, den die Comdirect mal veröffentlicht hat, von wegen die Depots, die am besten performen, das sind ja die Depots der Toten. Also da, wo dann irgendwie vergessen wurde, dass es da noch ein Depot gibt, weil jemand halt verstorben ist und irgendwann kommen die Erben auf den Trichter und dann lief das irgendwie 5, 7, 10 Jahre und die haben meistens die beste Performance. Also das lässt du schön in Ruhe und dein Spiel- und Spaßdepot, da tobst du dich aus und da kannst du halt dann der Menschheit beweisen, dass du halt doch den Index schlagen kannst. Und so hast du das Beste aus beiden Welten. Eine Altersvorsorge und was für den Spieltrieb. Der will ja auch ab und zu mal befriedigt werden. Ja. Der Josef möchte wissen, neben einem MSCI DM und MSCI IM, also bin ich am Überlegen, ob mein Depot einen MSCI Euro, also Europe, braucht oder einen MSCI Standard & Poor's ergänzen soll. Macht das Sinn? Ja, da müssen wir sagen, was war das? Emerging Markets, das eine war EM? DM. Was ist denn DM? Developed Markets eigentlich. Development. Okay, also mit anderen Worten, okay, dann Schwellenländer und Development. Weil da hast du eine Doppelung drin. Also wenn du sowieso schon Industrieländer und Schwellenländer drin hast in diesen zwei Indizes, dann bist du ja praktisch, wenn du dann noch Standard & Poor's dazu packst, dann gewichtest du ja die USA noch weiter über. Ja, also sie ist ja schon so gut 50, na knapp 60% eigentlich im MSCI World drin, die USA. Und jetzt nochmal Standard & Poor's drauf zu packen, ob das sein muss, weiß ich nicht, musst du dir selber überlegen. Und das andere ist Europa, das wird halt gerne gemacht, dass man sagt, na, wir leben in Europa, Europa ist unser Mittelpunkt, deshalb möchten wir eben Europa übergewichten und mehr Europa drin haben. Da kannst du das natürlich dann noch oben drauf klatschen. Aber auch da ist eben, musst du dir einfach überlegen, hast du denn halt Doppelungen drin, ob du das willst. Und wenn du das willst, dann mach's. Aber ich verspreche dir, du kannst dir jetzt wahnsinnig viel Gedanken machen, plus, minus, hin und her. Aber wenn du nicht wirklich signifikant draufhaust in die eine oder andere Richtung, dann wirst du langfristig gesehen auch bei 5,x% rauskommen, so wie wir alle. Also von daher ist halt die Frage, ob du dir wirklich dieses ganze Geschäft machen willst. Ich würde es sehr empfehlen, dass du dir einmal dieses ganze Geschäft machst, einmal Full Circle und dann irgendwann feststellst, ich habe das jetzt alles gemacht, ich habe versucht, das hinzukriegen und eigentlich hat es sich nicht gelohnt. Weil dann, wenn man das sich selber so erarbeitet hat, dann kann man es auch in Ruhe sein lassen und wird dann auch zum gelassenen Investor. Weil sonst bleibt immer dieses nagende Gefühl an einem, man hätte es doch machen sollen und hätte dann, ja, so nach dem Motto, den Reichtum doch knapp verpasst. Wenn man diese 5% Standard & Poor's noch mehr dabei gehabt hätte, dann wäre man ganz groß rausgekommen. Und das muss man sich erst selber erarbeiten, dass das eben nicht so der Fall ist. Da hilft es auch nichts, wenn ich dagegen predige. Selber machen und selber erfahren ist die Sache. Prima. Henrik? Gut, jetzt ist es halb. Albert, ich würde vorschlagen, wir machen noch drei Fragen und dann Schlusswort. Daniel fragt, hältst du eine Beimischung von Reiz-ETFs zu einem marktbreiten ETF aktuell für sinnvoll? Wieso aktuell? Grundsätzlich, ja. Also es ist halt nochmal so eine Art, naja, hart gesprochen sind es auch bloß Aktien, aber es ist halt doch nochmal diese Klasse Immobilien ist halt doch sehr privilegiert. Guck dir das aber bitte genau an, Daniel. Manche von denen haben ja jetzt in der Krise bis zu 80% verloren. Das war übrigens damals 2008, 2009 auch so. Diese Dinger sind Hölle volatil. Da musst du dann eher so als Einkommensinvestor rangehen, dass du dir irgendeinen raussuchst, der breit diversifiziert ist und der dann womöglich irgendwie, ja, was weiß ich, 6-mal, 8-mal, 12-mal im Jahr ausschüttet und den siehst du dann mehr so als einkommensorientiert an. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besserer Ansatz, weil, wie gesagt, dieses Reitzeug kann furchtbar schwanken. Gut, Thema Schwanken. Werner fragt, wann rockt der Finanzvisier eigentlich mal wieder? Gibt es da auch mal Folgen mal wieder nicht? Ja, die zweite Staffel kommt. Gut, dass du fragst. Jetzt lass mich nicht lügen, ich muss ja jetzt hier im Bild bleiben, aber 22. Juni. Ich glaube, 22. Juni geht es los mit dem besagten Auftakt-Duell Professor Weber vom Arero und Dr. Gerd Kommer himself zum Thema Faktor, wer braucht den Kram? Alles klar, gut. Und letzte Frage für heute, bevor du noch ein Schlusswort gibst, der Daniel. Welche Vor- und Nachteile hat eine BIP-Gewichtung gegenüber Marktkapitalisierung? Ich glaube, in den letzten Jahrzehnten lief BIP einfach besser als marktkapitalisiert. Aber das ist auch wieder so eine Messerstecherei um die zweite Nachkommastelle. Mach's, wie du es willst. Am Ende gilt, du wirst nicht arm sterben. Ja,
da gibt es dann auch die endlosen Denkschulen. Und da gilt ja dann auch wieder dasselbe, was für alle anderen Phänomene gilt. Der Sternchentext der Performance der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf Performance der Zukunft zu. Von daher, such dir das Regelset aus, was dir am besten passt, aber dann bleib auch dabei. Das ist eigentlich das Entscheidende. Dann bleib auch dabei. Fang nicht an, mitten im Rennen die Pferde zu wechseln und dann von BIP auf marktkapitalisiert oder umgekehrt zu schwenken. That's it. That's it. Thema bleib doch dabei. Wollen wir doch noch einsteigen. Mhm. Wir sind der Meinung. Ja gut, das ist halt mein rheinländischer Spruch, Leute. Dieses hätte noch immer Jod gegangen. Das ist ja das Grundsätzliche, was bei mir bei allem unterliegt. Krise hin, Schwankung her. Am Ende des Tages, es wird schon irgendwie, werden wir uns schon durchwuseln, so in jedem guten Roland Emmerich-Film. Am Ende des Tages haben die Alien dann doch immer noch den Kürzeren gezogen und die Menschheit hat sich wieder nach vorne gewurstelt. Und wir gehen uns auch optimistisch, ne, Albert? Genau. Ja, das ist eigentlich eine veraltete Folie, bin ich total glücklich drüber, weil, wenn ihr mal guckt, da steht der Finanzwiese Seminare, München, Hamburg, Köln. München, wie gesagt, ist durch, ist fertig. Das findet jetzt am Wochenende statt. Es findet statt. Genau, deshalb kann man nicht mehr kaufen. Deshalb könnte man das nicht wegmachen. Aber für Hamburg und Köln gibt es noch was. Und dann das FinCamp für alle Leute in München. Da sind wir auch super bullish, dass das stattfindet. Und da geht es einfach um das Thema, nicht bloß ETF. Klar, ich rede zum Thema ETF und Indexing und breit diversifiziert. Aber wir haben auch unter anderem den Luis Pasas dabei, für den einkommensorientierten Investor. Wir haben jemanden dabei, eine Frau, die ihr Glück mit Immobilien gemacht hat. Und wir haben auch jemanden dabei, der uns erklären wird, wie man eben diese verdammten Schwankungen, über die wir ja gerade so viel geredet haben, im Depot bändigen kann. Das sind alles Leute, die es nicht mehr nötig haben. Also so ein bisschen so wie Henrik und ich, die ihr Schäfchen mehr oder minder auf dem Trockenen haben, die nichts verkaufen wollen, die aus dem Nähkästchen plaudern und die man eben, das ist eben dieses Camp, FinCamp, wie Barcamp, die man dann eben in einzelnen Sessions so richtig löchern kann um die ganzen Details. Und da würden wir uns freuen, wenn vielleicht der ein oder andere von euch da auftaucht beim FinCamp oder eben in Hamburg und Köln bei den klassischen Finanzvisier-Seminaren. Ja.